habe mich über alles gefreut. Bin der Falsche für das Format. Ich glaube, da müsste ich so 12 gewesen sein. Ich habe meinen ersten MP3-Player bekommen und hatte mir vorher den in weiß gewünscht. Dann gab es den letztlich in schwarz. Ich glaube, da war ich ein bisschen grummelig. Oh, ich glaube, das war wirklich, als ich ausgezogen bin, frisch mit 18. Vorher natürlich immer tolle Sachen geschenkt bekommen. Und dann kriegt man so das erste Topfset. Ist natürlich jetzt nicht so cool, aber naja, man hat sich trotzdem drüber gefreut, weil man hat es ja gebraucht. Das Schlimmste war damals für mich, ich habe mir Stutzen mit Fuß gewünscht. Und habe aber Stutzen ohne Fuß bekommen und das war als Junge, ich glaube ich war 8 oder 9, ist für mich gefühlt eine kleine Welt zusammengebrochen in dem Moment. Sonst hatte ich eigentlich keine schlimmen Weihnachtsgeschenke. Das schlimmste Weihnachtsgeschenk ist tatsächlich immer, wenn man Boxershorts und Socken bekommt. Ein Freund hat mir so ein Weihnachtsgeschenk gegeben und es war so groß gepackt und in dem Geschenk war so Schokolade halb gegessen. Gut, wenn man kleiner ist, man bekommt Lego und kann das dann aufbauen. Das war, glaube ich, schon immer so die Zeit da, so zwischen 8 und 12 oder sowas, da hat man dann sich immer tierisch drüber gefreut, dass man es aufbauen durfte auch. Würde ich sagen, ich habe so mit 12, 13, 14 ungefähr, habe ich meine erste PlayStation bekommen. Davon zähre ich als leidenschaftlicher Zocker heute noch. Das würde ich sagen, ist so mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, das schönste Weihnachtsgeschenk war die PlayStation 5. Von meiner Frau. Ach, die schönsten Geschenke waren immer von Oma, so Pyjamas von Garfield und so. Ja, ich glaube, das schönste Weihnachtsgeschenk als kleiner Junge damals zusammen mit meinem Bruder haben wir eine große Carrera-Bahn bekommen und die wurde dann natürlich sofort zusammengebaut und die ganze Nacht gefahren. Früher waren das immer Trikots, Fußballtrikots. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Vom 1. FC Kaiserslautern. Mit dem Spieler hinten auch? Verschiedene, ja. Zum Beispiel Ratinho. Zaubermaus, ne? Rechts, am Flügel.